Das sind Carlos und sein Gassigier Jürgen. Die beiden verbindet eine besondere Freundschaft. Carlos' ehemalige Besitzer mussten ihn abgeben, da er eigentlich gar nicht in Bayern gehalten werden darf. Denn Carlos ist ein Kampfhund, die im Freistaat verboten sind. Ah, dir geht's gut heute, gell? Jetzt robbt er. Das Problem ist bei ihm einfach die Unberechenbarkeit. Und es gibt auch Hunde, nicht er, aber es gibt Hunde, die haben schon Leuten die Nase gebrochen, weil sie mit dem Maulkorb dagegen gesprungen sind. Ja, und das tut er nicht. Aber wenn er keinen Maulkorb hätte, ab und zu mal ein kleiner Schnapper, das könnte schon passieren. Komm mal her, Carlos. Sitz. Der pensionierte Luft- und Raumfahrtingenieur Jürgen ist ehrenamtlicher Gassigier im Tierheim München. Komm, Carlos, komm, komm her. Jetzt gehen wir weiter. Ja, Carlos, jetzt gehen wir weiter. Jetzt stell dich nicht so an. Och Gott, komm. Mindestens dreimal die Woche versucht er, mit Carlos spazieren zu gehen. Wenn man das mal gemacht hat und angefangen hat, dann sieht man einfach, wie schlecht es den Hunden vergleichsweise mit Hunden geht, die nun einen privaten Besitzer haben. Es wird im Tierheim alles getan für die Hunde, aber man darf nicht vergessen, die sind 24 Stunden mehr oder weniger allein. Und ich glaube, alle Gassigeher haben irgendwie das Bedürfnis, den Hunden das Leben etwas schöner zu machen. Carlos, komm mal her. Hopp, 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 komm mal her. Hopp, 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 komm her. Bei Begegnungen mit anderen Hunden ist Vorsicht geboten. Besonders bei bestimmten Rassen. Siehst du jetzt auf Rottweiler, da ist er leicht fixiert, ja. Also wenn der näher wäre, da müsste man jetzt aufpassen, weil die könnten aufeinander losgehen. Aber nochmal gut gegangen. Genug Aufregung für heute. Jetzt geht es zurück. Hier im Münchner Tierheim geht es ohne ehrenamtliche Helfer wie Jürgen nicht. Wir haben um die 100 Hunde und die müssen einfach raus, die brauchen Auslauf. Es ist uns auch wichtig, dass jeder Hund mindestens einmal am Tag rauskommt. Und unsere Pflegerinnen und Pfleger sind total überlastet und würden dazu nicht kommen. Also für uns sind die Ehrenamtlichen, die das Gassigehen mit übernehmen, wahnsinnig wichtig und wertvoll. Jürgen hat durch das Gassigehen mit Carlos eine emotionale Bindung zu ihm aufgebaut. Doch diese Beziehung kann jederzeit zu einem Ende kommen, falls Carlos ein neues Zuhause in einem anderen Bundesland findet. Man wünscht natürlich jedem Hund, dass er vermittelt wird und ein schönes Zuhause findet. Beim Carlos hätte ich natürlich eine Träne im Auge. Und Carlos, schau mal. Das ist eigentlich das Ziel von den meisten Gassigern, sich selber überflüssig zu machen. Also wenn ich ihn halten dürfte in Bayern, würde ich mir sehr überlegen, ob ich ihn nicht nehme.